Chiles Ex-Präsident Piñera ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das Unglück, das hat sich in der Region Los Ríos, wo es zum Zeitpunkt des Absturzes stark regnete, ereignet. Der 74 Jahre alte ehemalige Staatschef habe den Hubschrauber selbst gesteuert. In der Nähe des Ufers des Sees Lago Ranco habe er die Kontrolle über seinen Helikopter verloren und sei ins Wasser gestürzt. Neben Piñera befanden sich noch drei weitere Personen an Bord, die den Absturz jedoch überlebt haben. Piñera regierte Chile für zwei Amtszeiten von 2010 bis 2014 und von 2018 bis 2022. Präsident Boric ordnete nun drei Tage Staatstrauer an. Die Beisetzung soll am kommenden Freitag stattfinden.